Zigeunersoße, Zigeunerschnitzel, Zigeunermusik. Die Siebklässler der Ganztagsschule Zervisti lernten schnell, dass das nichts mit den Sinti und Roma zu tun hat. Der Begriff Zigeuner hat seinen Ursprung im Mittelalter und wird von den Sinti und Roma als diskriminierend zurückgewiesen. Die damit besetzten Stereotypen haben nämlich nichts mit den real existierenden Menschen zu tun. Offiziell sind die Sinti und Roma als Minderheit anerkannt, genauso wie die Friesen und die Dänen und die Sorben als Minderheit in Deutschland anerkannt sind. Das Problem ist aber, dass wir eben nicht nur deutsche Sinti hier haben, die also immer noch ganz viel Nachholbedarf haben. Oder anders gesagt, wo die Bundesregierung eine Verantwortung gegenüber dieser Minderheit hat und Nachholbedarf hat. Wir haben eben auch Roma aus anderen Ländern, jetzt hier in Sachsen-Anhalt in Deutschland zu leben, meistens Flüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge aus Ex-Jugoslawien, gegenüber deren Deutschland auch eine Verantwortung hat. Und wir haben natürlich im Rahmen der EU-Freizügigkeit immer auch wieder Menschen aus anderen europäischen Ländern, wo Europa insgesamt eine Verantwortung hat gegenüber der Minderheit der Sinti und Roma, dort einfach Strukturen zu schaffen, damit diese Leute, diese Menschen sich selbst helfen können. Eine 600-jährige Geschichte haben die Sinti und Roma auch im deutschsprachigen Raum hinter sich. Wobei die Sinti eher aus West- und Mitteleuropa stammen, während die Roma ost- und südeuropäische Länder als ihre Herkunft bezeichnen. Dass beide Minderheiten dennoch wie du und ich sind, wurde den Kindern bei der Europawoche im Multikulturellen Zentrum in Dessau-Roßlau näher gebracht. Also ich stelle in Sachsen-Anhalt fest, dadurch, dass wir hier so gut wie keine Sinti-Familien mehr haben, dass es völliges Neuland für die Schüler ist. Wir haben zum Teil auch mit dem, also weder die Begriffe Sinti und Roma gehört und können Gott sei Dank mit dem Zigeunerbegriff gar nichts anfangen. Also den kennen sie halt wirklich nur als Zigeunersoße, ohne zu wissen, was eigentlich dahinter steht. Und gerade deswegen ist es wichtig, über dieses Wort aufzuklären, damit auch junge Menschen wissen, wie diskriminierend dieses Wort für bestimmte Menschen einfach ist. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurden die Sinti und Roma aufgrund der Rassenideologie schrittweise entrechtet und schließlich in die Vernichtungslager deportiert, auch nach Auschwitz. Die Kinder der Ganztagsschule Zervisti wissen nun, dass die Sinti und Roma keine Zigeuner sind und dass man manchen Vorurteilen lieber selber einmal auf den Grund gehen sollte.